Charlotte hat die Nacht in einer günstigen Pension verbracht. Sie fühlt sich einsam und hat jede Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Alex verloren. Deshalb informiert sie sich am nächsten Morgen über einen Schwangerschaftsabbruch. Die Anrufe ihres Lebensgefährten drückt sie konsequent weg. Zu groß ist ihre Enttäuschung. Doch vor lauter Sorge um seine schwangere Freundin hat Alex Helga Nachtigall angerufen. Die Juristin konnte Charlotte schließlich zu einem Treffen überreden. Sie sehen gar nicht gut aus. Ich fühle mich auch nicht gut. Ehrlich gesagt geht's mir beschissen. Ist es das, was ich glaube, dass Sie sich haben in der Klinik hier beraten lassen wegen eines Schwangerschaftsabbruchs? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, ich habe mich beraten lassen. Aber ich habe es noch nicht getan. Das ist auch gut so. Ich denke, Sie sollten keine Entscheidung treffen, die übereilt ist. Und gerade in Ihrer jetzigen Situation halte ich das für wirklich eine falsche Entscheidung. Warum sollte das eine falsche Entscheidung sein? Ich will nicht, dass mein Kind ohne Vater aufwächst. Und schon gar nicht im Gefängnis. Frau Bern, Sie haben im Moment eine Wand vor sich. Und Sie treffen hier eine Entscheidung im Affekt, das geht überhaupt nicht. Und Sie haben viele Probleme an der Backe, das sehe ich auch. Aber das ist kein Grund, hier eine solche Entscheidung zu treffen. Sie bereuen das Ihr Leben lang, glauben Sie mir das. Wenn so ein Schwangerschaftsabbruch in die Hose geht, dann kriegen Sie später keine Kinder mehr. Und das bereuen Sie, glauben Sie mir das. Im Moment bereue ich gar nichts. Alex, der wird sich genauso verpissen wie jeder andere Mann bisher auch. Nein, der hat überreagiert, das mag sein. Aber Sie müssen verstehen, das ist menschlich, der ist genauso verzweifelt wie Sie. Also, was erwarten Sie jetzt noch? Tun Sie mir den Gefallen, kämpfen Sie mit mir. Das ist die einzige Möglichkeit, Ihre Unschuld zu beweisen. Kommen Sie, Frau Bern. Los, okay? Na? Okay. Was heißt jetzt okay für Sie? Okay heißt, wir kämpfen. Na also, bitte. Na, kommen Sie. Wir gehen. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, worauf ich noch hoffen soll. Meine Anwältin hat natürlich recht. Das darf alles nicht zulasten des Kindes gehen. Also sollte ich in den Knast gehen, was ich mir natürlich nicht vorstellen möchte. Aber sollte ich gehen, dann muss mein Kind halt zu jemand anderen. Was mir natürlich auch das Herz brechen wird. Helga Nachtigall trifft sich mit Charlottes ehemaliger Mitinsassin Vanessa Rühmann. Die 38-Jährige hat während der Haftzeit ein ausgeprägtes Interesse an Charlottes Schicksal gezeigt. Die Juristin vermutet, dass der Grund dieser Freundlichkeit möglicherweise kriminelle Berechnung war und die ehemalige Inhaftierte hinter den Straftaten steckt. Ach, das ist Ihre Stammkneipe, weil es hier nach Zeichensprache geht. Na, wunderbar. Ich treffe mich halt nicht so oft mit Anwälten, deshalb... Doch, ist nichts Schlimmes. Frau Rühmann, ist wirklich nichts Schlimmes. Mhm. Haben wir gleich Angst. Sie sagten, es geht irgendwie um Charlotte. Ja. Erzählen Sie mal bitte. Charlotte Bern, sagt Ihnen was? Natürlich. Ja. Fette anderthalb Jahre zusammen abgemacht. Aha, also, okay. Ganz liebe, nette, unschuldige. Was ist denn da? Steckt sie wieder in Schwierigkeiten, oder? Sagen Sie mir doch erstmal, wann Sie rausgekommen sind aus dem Knast. Das ist ganz frisch. Das ist gerade mal eine Woche ist es jetzt. Also haben Sie echt Glück, dass Sie mich überhaupt draußen treffen können. Das ist die wichtigste Frage, die ich hatte. Da kann ich ja schon mal erstmal abhaken. Ah, ja? Nein, ansonsten kann ich zu der Sache noch nichts sagen. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Also noch keine Ahnung. Aber Sie könnten da schon helfen, aber das müssen wir erstmal sehen. Hm? Nein. Wie gesagt, ich habe ein bisschen auf die Kleine aufgepasst. Ja, das hat sie erzählt. Die ist von ihrem Alten irgendwie abgelenkt worden. Also hat da eigentlich überhaupt nichts verloren gehabt. Ja. Ja. Sie war ziemlich unsichtbar. Da habe ich mich ein bisschen um die gekümmert. Und außerdem Döppner hat da eigentlich sich überhaupt keiner für sie interessiert. Also, Döppner? Ja, Willi Döppner. Das ist so ein hier Schließer oder wie man sagt, Justizvollzugsbeamter. Ja. Den Vornamen halt halte ich nicht. Immer gesehen, dass er irgendwie seine Scheifchen zusammenhält. Und er hat halt auch ein bisschen auf sie geachtet. Die wollte aber auch nur sehen, dass sie ihr Ding da abgerissen kriegt und den Scheiß hinter sich kriegt und wieder rauskommt. Na klar. Frau Rühmann, ich danke Ihnen recht herzlich. Sie haben mir sehr geholfen. Das können Sie gar nicht glauben. Und wenn ich Sie brauche, komme ich gerne noch mal auf Sie bitte. Zu. Also, ja, bitte. Wenn der Kleinen irgendwie helfen kann, wirklich gerne. Okay. Dann vielen Dank und viel Spaß noch hier in Ihrer Stammkneipe. Ja. Wiedersehen, tschüss. Ja, die Frau Rühmann ist gerade erst aus dem Knast gekommen und sie kann an den Überfällen überhaupt nicht beteiligt gewesen sein. Sie ist auch gar nicht der Typ dafür, der aus dem Knast heraus da irgendwelche Strippen zieht. Also ich finde das alles sehr frustrierend, aber ich bin noch nicht am Ende. Alex Brinkmann hat über Helga Nachtigall die Adresse der Pension erfahren, in der Charlotte untergekommen ist. Wutentbrannt wartet der 37-Jährige auf seine nichtsahnende Freundin. Als Charlotte ihn sieht, hofft sie auf eine Versöhnung. Doch Alex hat anderes im Sinn. Alex,
Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Willst du mich verarschen? Du gehst ja nicht mal ans Telefon dran, also muss ich ja hier aufrocken. Aber weißt du was, deine Anwältin war ja so nett, mir zu sagen, wo du wohnst, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich mich gerne mit dir aussprechen möchte. Aussprechen, ja? So scheinst du mir aber nicht gerade. Nee, ich will mich auch nicht aussprechen. Ich will wissen, was hier los ist. Was hast du vor? Was machst du mit unserem Kind? Was meinst du denn jetzt schon wieder? Was ich meine, ist du doch nicht so scheinheilig. Du warst ja so intelligent und hast meine Adresse beim Arzt hinterlassen. Die Krankenkarte. Ja, die Krankenkasse. Und weißt du was? Dein Arzt hat uns Post zugeschickt. Da ich wissen wollte, was meine schwangere Frau beim Arzt macht, habe ich die einfach mal aufgemacht. Alex, das ist alles ganz anders, als du denkst. Ja, ganz genau. Weißt du was? Spaß dir. Ganz ehrlich, Spaß dir. Ich sag dir eins, du kannst so eine Entscheidung nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Du kannst unser Kind nicht einfach abtreiben, ohne mir irgendwas davon zu sagen. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich und diese falschen Verdächtigungen. Und jetzt kann ich noch nicht mal mit dem Mann reden, den ich so sehr liebe. Der wird mir nie wieder glauben. Charlotte Bern wird verdächtigt, einen Banküberfall und Kreditbetrug begangen zu haben. Da sie wegen ihres kriminellen Ex-Freundes bereits im Gefängnis saß, zweifelt sogar ihr Lebensgefährte Alex Brinkmann an ihrer Unschuld. Charlottes Anwältin Helga Nachtigall glaubt, dass jemand die Identität ihrer Mandantin gestohlen hat und damit die Straftaten begeht. Die Juristin will zwischen Charlotte und ihrem Freund vermitteln. Schließlich erwartet das Paar bald ihr erstes Kind. Doch Alex wusste nichts von Charlottes krimineller Vergangenheit und fühlt sich betrogen. Herr Brinkmann, meine Mandantin ist mit den Nerven am Ende. Und ich verstehe eigentlich nicht, dass Sie kein Verständnis dafür haben. Jetzt habe ich kein Verständnis. Wieso habe ich kein Verständnis? Sie redet ja nicht mehr mit mir. Warum redet sie nicht mehr mit Ihnen? Das hat ja sicherlich einen Grund. Und es gibt ja einen Grund auch dafür, dass sie zu einer Beratung in eine Klinik gegangen ist. Auch dafür gibt es einen Grund, weil Sie ja offensichtlich mit ihr nicht reden wollen oder können oder ich weiß nicht. Sie trifft doch alle Entscheidungen über meinen Kopf hinweg. Ich bin der Buhmann jetzt hier, ich lache mich tot. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Die baut nur Scheiße, geht auch noch zu einer Abtreibungsklinik. Ja, und unser gemeinsames Kind eventuell abtreiben zu lassen, das ist doch keine Lappalie, sondern das ist eine Entscheidung, da geht es um Leben und Tod. Und da darf ich nicht sauer sein, oder was? Ich verstehe ja, dass Sie wütend sind, aber ich kann Ihnen versichern, dass mit der Abtreibung ist vom Tisch. Sie hat mir versprochen, dass sie mit mir zusammen kämpfen will. Ist das nicht erstmal eine Ansage? Ja, das ist schön zu wissen. Das ist schön zu wissen. Können Sie sich vorstellen, wie verzweifelt sie ist und wie viel Angst sie hat, dass sie ins Gefängnis muss? Ist das für Sie nachvollziehbar? Ist das jetzt meine Schuld? Oder was wollen Sie damit sagen? Meinen Sie, ich will, dass sie ins Gefängnis geht? Glauben Sie dann wenigstens an die Unschuld Ihrer Lebensgefährtin? Das ist doch völlig wurscht egal. Bei dem ganzen Mist, den sie gebaut hat. Das ist nicht wurscht egal. Also ich glaube an die Unschuld ihrer Lebensgefährtin. Und das ist wichtig. Und deshalb sollten Sie auf sie zugehen und ihr helfen. Verstehen Sie? Ich ganz im Ernst, ich weiß nicht, worüber wir überhaupt reden. Ich versuche, auf sie zuzugehen. Sie trifft alle Entscheidungen über meinen Kopf hinweg. Und ganz nebenbei bemerkt, ist es auch nicht so, dass ich sie aus unserer gemeinsamen Wohnung rausgeschmissen habe, sondern dass sie freiwillig gegangen ist. Was erwarten Sie denn von mir? Herr Brinkmann, Sie mauern. Das ist ganz eindeutig. Und meine Zeit ist mir dafür zu schade. Ich habe es versucht, hier eventuell als Paartherapeut irgendwie was zu erreichen. Das gelingt mir offensichtlich nicht. Tut mir leid. Schönen Tag noch. Gerne. Da muss ich mir das auch nicht mehr anhören. Gut. Es ist ja nicht so, dass ich kein Verständnis für das Verhalten von Herrn Brinkmann habe. Aber ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung hätte ich schon erwartet. Meine Mandantin ist völlig verzweifelt und schwanger. Und seine Sturheit hilft hier überhaupt nicht weiter. Hey, Sister. Charlotte will nicht länger den Kopf in den Sand stecken, sondern um ihre große Liebe Alex kämpfen. Dass sie anfangs seine Schwester Clarissa Brinkmann des Identitätsdiebstahls verdächtigt hat, brachte für ihren Freund das Fass zum Überlaufen. Daher will sich die 35-Jährige mit Clarissa versöhnen. Du? Hallo Clarissa. Was möchtest du denn hier? Möchtest du schauen, ob ich noch irgendwo Bargeld habe, deinen Personalausweis oder ob ich schon das nächste Ding geplant habe? Ich bin gekommen, um mit dir zu reden. Ich bin echt total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Alex will nichts mehr von mir wissen und ich bin einfach fertig. Kann ich dich vielleicht nach Hause mitnehmen? Okay, es wäre ganz lieb. Ich habe die Sachen von der Klassenarbeit bei und sind ja nur ein paar Straßen weiter. Müssen wir da lang? Ich
bin eigentlich auch nur gekommen, um mich bei dir zu entschuldigen. Dass meine Anwältin bei dir war, war wirklich der totale Mist. Ja, das war schon eine ziemlich grenzwertige Nummer. Ich weiß doch, und das tut mir echt vom Herzen leid. Meine Anwältin und ich haben auch nicht geglaubt, dass du irgendwas mit der Sache zu tun hast. Aber irgendjemand will mir diese schreckliche Sache anhängen und ich bin unschuldig. Das musst du mir glauben. Wen interessiert es, was ich glaube? Clarissa, ich habe von Anfang an das Gefühl, dass du mich einfach nicht leiden kannst. Du gibst mir das Gefühl, dass ich für eure Familie nichts wert bin. Ich gebe zu, ich war deiner Person gegenüber voreingenommen. Aber ich hatte halt immer nur das Gefühl, dass du meinen Bruder ausnutzen willst, dass du ihn ausnutzt wegen der Wohnung, wegen dem Geld, was er verdient. Aber nun sag mal, wie geht's dir? Was ist bei dir los? Bei mir ist einfach alles durcheinander. Ich habe Angst, Alex zu verlieren. Ich liebe ihn. Ich habe Panik davor, in den Knast gehen zu müssen. Und ich krieg ein Kind. Ein Kind? Von Alex? Und ich habe Angst, es im Knast großziehen zu müssen. Wenn deine Anwältin dir glaubt, dass du unschuldig bist, und du bist unschuldig, dann wird sie es auch beweisen können. Und dann wird Alex auch merken, wie sehr er dich liebt, und wird es auch wieder wissen und wird zu dir zurückkommen. Glaubst du das wirklich? Ja, das glaube ich. Ich möchte ja schließlich meine Nichte oder meinen Neffen nicht im Gefängnis besuchen müssen. Ich wundere mich ja selbst, aber es hat mich echt aufgebaut. Ja, ich bin da meinem Bauchgefühl gefolgt. Clarissa und ich konnten ja früher nicht miteinander, aber ich bin wirklich froh, dass ich mit ihr geredet habe und sich alles geklärt hat. We must be crazy. Die Aussprache mit Clarissa hat Charlotte Mut gemacht. Sie schöpft neue Hoffnung, sich auch mit ihrem Freund Alex zu versöhnen. Doch zuerst hat ihre Anwältin Helga Nachtigall sie in ihre Kanzlei bestellt. Denn endlich gibt es einmal gute Nachrichten. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Sie haben sie. Sie haben sie. Was meinen Sie denn jetzt? Na, nun mal mitdenken. Die Polizei hat die wahre Täterin gefasst. Wann? Ja, gestern. Ja. Ja. Ja, wo denn? Ja, ist ja egal wo. Die haben sie gefasst. Das ist doch das Entscheidende erstmal dabei. Die heißt Linda Krull. Sagt Ihnen das was? Haben Sie den Namen schon mal gehört? Den Namen habe ich noch nie gehört. Na gut, das ist ja auch nicht wichtig. Fakt ist eins, dass meine Vermutung richtig war, dass Sie durch Zufall in diese ganze Sache reingekommen sind. Und alles andere wird die Polizei schon noch rauskriegen. Das werden wir sehen. Und Sie meinen jetzt, ich bin komplett aus dem Schneider? Dieser ganze Albtraum hat endlich ein Ende? Naja, also das ist noch nicht ganz zu Ende, aber Sie sind als Hauptverdächtige erstmal aus dem Rennen. Hm? Und darauf trinken wir jetzt ein. Ich habe hier schon mal Wasser vorbereitet. Alkohol geht ja gerade nicht, aber das holen wir dann noch mal nach mit dem Sekt oder so. Na dann, auf Sie, Frau Bern. Alles gut. Auf Sie. Oder besser zumindest. Hm? Das ist doch mal eine richtig tolle Nachricht, finde ich. Und? Schön. Ja? Ich danke Ihnen. Mein Gott. Lassen Sie mich bitte leben. Ich werde noch gebraucht. Ich danke Ihnen. Sie brauchen mich noch. Gut. Machen Sie es gut. Wir hören uns sehen. Wir hören und sehen uns. Okay. Ich danke ja. Ihnen. Tschüss. Tschüss. Am Anfang hatte ich ja mal gesagt, dass mich jemand kneifen muss, damit ich aus diesem Albtraum erwache. Jetzt wünschte ich, jemand würde mich kneifen, damit ich spüre, dass das die Wirklichkeit ist. Das geht alles so schnell. Da könnte man eigentlich schon wieder skeptisch werden. Für Charlotte scheint sich endlich alles zum Guten zu wenden. Die Polizei konnte die wahre Täterin Linda Krull überführen und Charlotte damit entlasten. Die 35-Jährige glaubt endlich wieder in ihr geregeltes Leben zurückkehren und einen Neuanfang mit Alex wagen zu können. Doch ihre Zuversicht währt nicht lange. Hallo. Frau Bern, wir kennen uns ja schon. Ja, ich habe schon gehört, Sie haben die Täterin gefasst. Nett, dass Sie noch mal vorbeigekommen sind, mir das zu sagen. Nee, deswegen kommen wir nicht vorbei. Die Täterin hat Sie erheblich belastet. Und deswegen sind wir hier. Sie gibt nämlich an, mit Ihnen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Deswegen sind wir hier, weil wir werden Sie jetzt vorläufig festnehmen. Aber wer ist denn diese Frau Krull? Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Frau Krull hat all ihre persönlichen Daten. Und die muss sie ja wohl von Ihnen haben. Drehen Sie sich bitte um. Wir müssen die Handfesseln annehmen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe. Drehen Sie sich bitte um.
Frau Kohler hat ganz klar ausgesagt, dass sie mit Ihnen die Beute teilen wollte. Und dann haben Sie sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Und hätten wir Sie nicht festgenommen, dann wären Sie jetzt weg. Aber Sie können doch nicht dieser Kriminellen glauben. Ja, im Moment sieht es ja wohl so aus, als seien Sie selbst kriminell. Und deswegen sollten Sie jetzt hier nicht mit Steinen werfen, wenn Sie selbst im Glashaus sind. Ach, bitte nicht schon wieder. Nein, der Haftrichter wird jetzt nochmal die Fluchtgefahr prüfen. Deshalb müssen Sie erstmal mit zur Waffe kommen. Und dann klärt sich weiter. Anwältin Helga Nachtigall handelt sofort. Sie glaubt, dass die verhaftete Linda Krull durch einen Verbindungsmann an Charlottes Personalien gekommen ist. Die Juristin hat bereits erfahren, dass sich der Justizvollzugsbeamte Willi Döppner während Charlottes Haftzeit auffallend um sie gekümmert hat. Helga Nachtigall hält es für möglich, dass er Linda Krull die Personalien ihrer Mandantin besorgt hat. Und wie verhält sich die Dame so bei Ihnen? Es geht so. Aber ich muss auch dazu sagen, sie hat häufiger Besuch, die Dame. Ach ja? Von wem zum Beispiel? Von Herren, von Damen? Ein Herr. Ein alter Kollege von mir. Alter Kollege. Kennen Sie auch den Namen von dem alten Kollegen? Willi Döppner. Ach. Ein alter Spezi. Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Und zwar aufs Wort. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Stehen bleiben. Platz. Hallo, Frau Kroll. Ich bin Rechtsanwältin Nachtigall. Die Charlotte Bern ist meine Mandantin. Ich würde mal ganz kurz mit Ihnen sprechen wollen und ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Wenn es denn dabei auch bleibt und Sie mich nicht nerven, dann sonst ist das Gespräch ganz schnell vorbei. Okay, ich versuche mal, Sie nicht zu nerven, sondern ich komme gleich zur Sache. Meine Mandantin hat mir erzählt, dass Sie sie beschuldigen, dass sie Ihnen ihre persönlichen Daten verkauft hat. Charlotte hängt damit drin, ja. Charlotte hängt damit drin. Okay, jetzt drehe ich die Sache mal um. Ich widerspreche, dass Charlotte damit drin hängt. Sie kennen Charlotte doch überhaupt nicht. Aha, und woher weiß ich denn so genau, dass Charlottes Ex-Macker seine Geschäftspartner betrogen hat um 100.000 Euro? Woher weiß ich das so genau, wenn sie nie hier war? Genau das ist der Punkt. Das frage ich mich nämlich gerade, woher Sie das wissen. Kennen Sie denn noch jemanden, der das Ihnen hätte sagen können? Nein, das ist alles Bullshit. Ich weiß es von Charlotte selber. Sie hat ihren Ex-Freund versucht zu decken vor Gericht, hat gelogen und ist deswegen irgendwann eingesessen. Tja, jetzt gucken Sie doof, wa? Ja, ich kann nicht anders gucken als doof. Aber Sie können mir mal erzählen, wie Sie denn Charlotte kennengelernt haben. Das ist immer eine ganz interessante Geschichte. Und wie Sie dann so diese ganzen kriminellen Dinge geplant haben, wie wäre denn das mal? Hat Ihre Mandantin Ihnen da nichts erzählt? Weil dann bräuchte ich ja eigentlich auch nicht viel sagen. Ja, das wollte ich ja jetzt gerade von Ihnen hören. Gut, da Sie keine Kontakte haben und auch sonst niemanden kennen, sagt Ihnen der Name Döppner was? Döppner? Willi Döppner sagt Ihnen gar nichts? Nee, es sagt mir nichts. Ist aber auch schade. Danke, ne? Gut, dann weiß ich alles, was ich wissen möchte. Ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch und will Sie gar nicht weiter belästigen. Vielen Dank, wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss. Die Reaktion von Frau Krull auf den Namen Döppner war schon sehr interessant. Dass sie natürlich ihre eigenen Besucher nicht mit Namen kennt, das ist schon verwunderlich. Ich verstehe nur eins nicht, warum ein Justizvollzugsbeamter hier private Besuche im Gefängnis macht. Eins weiß ich aber mit Sicherheit, dass ein solcher Justizvollzugsbeamter die Möglichkeit hat, an die persönlichen Daten der Gefängnisinsassen heranzukommen. Charlotte Bern wird beschuldigt, mit der kriminellen Linda Krull einen Bankraub begangen zu haben. Charlottes Anwältin Helga Nachtigall glaubt, dass die Identität ihrer Mandantin lediglich gestohlen worden ist. Sie vermutet, dass der JVA-Mitarbeiter Willi Döppner die Personalien von Inhaftierten verkauft und Linda Krull auf diesem Wege an Charlottes Identität gekommen ist. Denn Charlotte saß vor 10 Jahren einmal in Haft. Durch eine List will Helga Nachtigall den Beamten nun mit Hilfe der Polizei überführen. Einfach noch mal zum Verständnis. Meine Mandantin hat im Gefängnis eine Menge Briefe geschrieben und hat darin Details genannt, die mit dem Verfahren ihres früheren Freundes zusammenhängen. Diese Details kannte diese Frau Krull eigenartigerweise. Dann habe ich erfahren später, dass sie Frau Krull mit dem Herrn Döppner sehr viel Kontakt hat und dass sie da ab und zu sich treffen. Das fand ich sehr komisch und ich habe da mal eins und eins zusammengezählt. Der Herr Döppner ist ein Justizvollzugsbeamter, der kann die Briefe lesen und kann eigentlich daher die Details haben. Und offensichtlich verkauft er Identitäten, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ist ja normal, ne? Frau Rühmann war so freundlich, als frühere Mitinsassin meiner Mandantin uns zu helfen und als Strohfrau zu fungieren, damit wir diesen Herrn Döppner hier überführen können. Und ich hoffe, dass uns das heute hier gelingt. Wann sie ist,
gelegt. Hier wird aufgezeichnet. Ja. Seien Sie vorsichtig, wir wissen nicht, was das für ein Typ ist. Ja, okay, gut. Ich gebe mir Mühe. So, dann los. Auf. Und denn? Die ehemalige Inhaftierte Vanessa Rühmann hat den Justizvollzugsbeamten Willi Döppner angelockt. Sie gibt vor, für Helga Nachtigall eine neue Identität zu benötigen. Die Juristin weiß, dass die Überführung unbedingt gelingen muss. Das ist der Bekannte, von dem ich erzählt habe, wo ich denke, dass der weiterhelfen kann. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein paar Probleme. Ich müsste ins Ausland verschwinden, damit ich nicht hochgenommen werde. Und ich habe gehört, du kannst gute Papiere machen. Verstehe, du brauchst eine neue Identität. Richtig. Die besorge ich dir. Kriegst du hin, ja? Cool. Vanessa, ist die sauber? Ja, meine, ich bringe auch kein faules Ei hier mit. Irgendwie, natürlich ist sie sauber. Ich kenne die jahrelang. Also stehe ich absolut gerade für. Gut, haben wir einen Deal. Haben wir einen Deal. Okay, aber wir müssen uns noch mal treffen für die erste Rate, weil das Geld habe ich natürlich heute nicht mit, ja? Kaum gesteht Willi Döppner seinen Handel mit Identitäten, schlagen die Polizeibeamten zu. Helga Nachtigalls Plan ist aufgegangen. Durch seine Überführung kann ihre Mandantin endlich entlastet werden. Das glaube ich jetzt nicht, du verdammtes Stück Scheiße! Ihr seid verwandt! Ja. Ja. Mach dich fertig, wenn ich rausgehe. Ja. Einmal knacki, immer knacki. So. Oh, ich konnte den Armleuchter noch nie leihen, ja. Das ist so geil. Wunderbar haben Sie das gemacht. Und ich danke wenn ich Charlotte damit noch helfen konnte, nichts zu danken, echt nicht. Ganz wunderbar. Okay, super. Dann gehen wir. Haben wir es erledigt. Wunderbar. Es hat sich also tatsächlich bewahrheitet, dass der Herr Döppner hier einen Handel mit Identitäten aufgezogen hat und gemeinsam mit Frau Krull einen Bankraub und einen Betrug geplant und durchgeführt hat und das auf Kosten meiner Mandantin. Und das war denen völlig egal, damit das Leben meiner Mandantin eventuell zu zerstören. Solche Leute müssen unbedingt aus dem Verkehr gezogen werden. Am Anfang hat ja die Kooperation mit der Polizei nicht so geklappt, aber zum Schluss war das alles gut. Nach der Überführung von Willi Döppner legt auch Bankräuberin Linda Krull ein umfassendes Geständnis ab. Für Charlotte Bern ist der Albtraum damit endlich vorbei. Da Alex sich bei seiner Freundin für sein Misstrauen entschuldigt hat, ist die 35-Jährige wieder bei ihm eingezogen. Das verliebte Paar schwebt endlich wieder auf Wolke 7. So, jetzt hast du alles? Ja. Dann los. Schatz, warte, ich muss dir noch was sagen. Ich bin echt beeindruckt, dass du heute mit zum Frauenarzt kommst. Vielen Dank. Ja. Ach komm, so oft bist du bis jetzt auch noch nicht da gewesen. Und ich verspreche dir, ab heute werde ich immer dabei sein. Das hoffe ich. Hoch und heilig versprochen. Meine Handtasche. Ja, wichtig. Ach Mann, bin ich froh, dass er heute mit zum Frauenarzt kommt. Und vielleicht zeigt das Ultraschallbild, ja, was es wird. Also wenn es ein Junge ist, hat er auf jeden Fall was vorzuweisen. Du wirst es gar nicht sehen können, es ist noch viel zu früh. Und wenn er sich wegdreht, siehst du gar nichts. Warten. Sei nicht so negativ. Du, lass es los. Ja? Charlotte ist überglücklich, dass sie sich mit Alex wieder versöhnt hat. Willi Döppner und Linda Krull wurden wegen schweren Raubes und Kreditbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Für Charlotte und Alex beginnt dagegen mit den Vorbereitungen auf das Baby jetzt die schönste Zeit ihres Lebens.